Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von der Kühne Knappe. Psst, trampelt nicht so herum. Sonst hört euch der Anführer der Insekten. Ah! Zu spät. Boah, seht ihr diese insektig wirkenden Augen? Meinst du, die rasant immer größer und größer werden? Ich hab's ja gesagt, ihr hättet nicht so herumtrampeln sollen. Immer sind es Füße, die für Ärger sorgen. Danke. Ich mag den Konzernbären hier. Ja, der ist süß. Schade, dass wir im Spiel keinen Platz für ihn gefunden haben. Vielleicht kommt seine Zeit irgendwann. Oh ja, der Konzern. Der Konzernbären ist. Der ist wirklich niedlich. Wie niedlich. Das ist schon niedlich. Von dir erwarte, vor dir wartet großer Kummer, denn dort schwirrt ein Riesenbrummer. Okay. Soll ich den jetzt wieder mit Pfeil und Bogen besiegen? Den Eingang hörte George bereits die Riesenmücke. Ja. Er machte den Bogen bereit. Nun musste er die Sache beenden. Ein für alle Mal. Mensch! Das ist doch. Der hält aber auch nicht still, ne? Jetzt dreht er sich wahrscheinlich wieder um. Kai braucht mir manchmal ein bisschen zu langsam. Halt still, damit ich dir ins Auge pieksen kann. Jetzt schmeißt er wahrscheinlich wieder. Das ist so aufregend. Ich kann gar nichts sagen. So konzentriert bin ich. Um auf seine Augen zu zielen. Halt still. Geh dich nicht. Ey, in Abenteuermodus ist der bestimmt härter. Nein!
Ich hasse Mücken. Wir haben es fast. Das ist aufregend. Jetzt schmeißt er. Noch einer! Ah, den versau ich. Oh. Yeah! Ey, das mit der Mücke erinnert mich so an Rayman für die PlayStation 1. Die Mücke war besiegt. Der kühne Knappe triumphiert. Ich liebe einfach dieses Bild. Legendär! Atembaum-Idiot. Du hast den Elfenbogen hervorragend geführt, kühner Knappe. Er hat dir gute Dienste geleistet und nun muss er in die Wälder zurückkehren. Und weg ist er. Ein magischer Bogen, na sowas. Der Ausgang aus dem Sumpf liegt vor euch. Solltet ihr je zurückkehren, werden all seine Bewohner euch freudig begrüßen. Naja, mit Ausnahme der Insekten. Die habt ihr alle vernichtet. Ausgezeichnete Arbeit. Lebt wohl, junge Abenteurer. Puh, wir haben den Sumpf überlebt. Wisst ihr, Mondbart hat ja gesagt, dass hierfür kein Skript existiert. Aber wie sich gezeigt hat, ist kein Skript nicht gleichbedeutend mit sicherem Verderben. Nee, wir haben es hingekriegt. Wir haben improvisiert. Improvisieren gefällt mir wie ein Schlagzeug-Solo. Oder freie Malerei. Klingt super, oder? Ja. Abenteurer, ich bin wieder mit meiner liebsten Verein, Kimhild. Treibhold hat mir erzählt, wie ihr ihn gerettet habt. Wir danken euch aus tiefstem Herzen. Oh, was für reizende Fische. Ich bin so froh, dass sie einander gefunden haben. Sie wirken zusammen so glücklich. Komm, machen wir uns aus dem Staub. Unsere Helden hatten den Sumpf hinter sich. Die Sonne schien ihnen angenehm ins Gesicht, als sie ihren Weg fortsetzten. Nach einiger Zeit kamen sie an. Oh. In Arthia. Oh, wie schön! Kapitel 5. Arthia. Also wenn wir das Kapitel durch haben, haben wir die Hälfte. Da sind wir, trautes Heim, Glück allein. Hallo Leute, tut mir leid, dass wir im Sonettsumpf die Verbindung verloren haben. Die Bluthofabdeckung ist immer noch ziemlich eingeschränkt. Freut mich jedenfalls, dass ihr nicht von Egeln verschlungen wurdet. Ich bin auf dem Weg nach Arthia und stoße bald zu euch. Geht es bis dahin ruhig an, seht euch ein wenig um. Mondbart, Ende! Viola! Du siehst ja ganz verschmutzt aus, ich meine noch mehr als üblich. Was hast du denn jetzt wieder angestellt? Hallo Mama! Naja, wir waren, du weißt schon, auf Abenteuern. Hallo Frau Leuchtpinsel. Ja, die Sache ist ganz schön krass. Grumwall plant wieder grumwalliges Unheil. Das macht er ständig. Nun ist es schön, euch alle wieder zu sehen. Dich auch, Lot. Ich habe dein letztes Abenteuer gelesen. Wirklich fesselnde Lektüre. Der Teil, wo du über... Mama? Das hat Jod schon alles gehört. Schon gut, schon gut. Viola, hör mal, dein Onkel Ocker, er hat wieder Schwierigkeiten. Klingt, als bräuchte er Hilfe. Könntest du mit ihm reden? Ja, war ja klein. Ordnung, Mama, ich kümmere mich drum. Wir wissen, ob es hier Loot gibt. Da ist Ocker. Hallöchen! Ich wollte eigentlich nicht mitreden, aber okay. Er ist ein Bleistift. Onkel Ocker, was ist los? Er ist ein Bleistift. Meine Radiergrundis, meine kleinen runden Schweinchen.
Gestern fingen sie an, sich seltsam zu benehmen, rollten umher wie weiche rosa Bowlingkugeln. Sie sind einfach aus dem Hof ausgebrochen. Sucht ihr meine Radiergrundis und bringt sie mir zurück? Es sind 6. Onkel, die Schweinchensuche ist unser Spezialgebiet. Naja, eigentlich haben wir das noch nie gemacht, aber ich bin sicher, wir sind gut darin. Okay, da haben wir schon mal einen Grundi. Oh, ich will ja hier. Da ist ein zweites Grundi. Bevor wir jetzt halt mit den Leuten reden, würde ich ganz gerne einfach nur mal kurz die Stadt abgrasen. Nach Dings gucken. Ey, die haben das so gut umgestaltet. Guckt euch das an. Da ist Van Gogh. Keine Ahnung, wer das ist. Das ist der Schrei vom Munk. Das ist ja mal ein schweres Kerlchen. Oder das ist Knirps. Er ist das goldigste Radiergrundzieh, aber er schläft sehr viel. Eigentlich sollte er in seinem Schlammbad auf Ockerhof sein. Tragen wir ihn dorthin zurück. Es schmeichelt uns, dass du glaubst, wir hätten genug Muckis dafür, aber diesen Knirps können wir nicht einmal einen Zentimeter weit tragen. Hey Leute, krass. Hat recht, wenn ihr versucht, Knirps zu tragen, verrenkt ihr euch. Naja, alles. Nein, das ist was für Kühne. Jod, ich glaube, irgendwo auf dem Schreibtisch liegt, was dir helfen kann. Bring doch mal raus und such danach. Mondbad Ende. Etwas, das dieses Schweinchen bewegen könnte. Was wäre das? Ich denke, das müssen wir eines dieser wirbelgrünen Portale finden. Ich wollte doch gerade mal. Ich mache einen kleinen Urlaub in Artia. Kunst nährt die Seele, finde ich. Okay. Gut, ich würde sagen, wir sind hier reingekommen, ne? Wir reden erstmal mit der Mona Lisa. Der kühne Knappe, wie schön, dass du hier bist. Weißt du, viele Leute kommen her, um mein Lächeln zu sehen. Das macht mich ganz verlegen, aber ich bemühe mich, es nicht allzu sehr zu zeigen. Ich liebe es, Schmetterlinge zu malen, obwohl ich noch nie einen Schmetterling gesehen habe. Pablo Picasso? Ja. Ich male gern die Bewohner von Artia. Ich male Leute, wie ich sie denke, nicht wie ich sie sehe. Frida Kahlo! Gefällt euch meine Blumen? Sie erfüllen mein Herz mit Freude. Nur eine Blume kann das Wesen einer anderen Blume erkennen. Ich hab dich in Bilderbüchern gesehen. Du bist Jo, der kühne Knappe, nicht wahr? Ich bin selbst ganz schön kühn. Meine Mutter sagt, ich sei ein Unruhstifter, aber das sehe ich anders. Echt? Hallo, ich arbeite an einem Selbstporträt. Wenn man darüber nachdenkt, bin ich eigentlich als Einziger dazu berufen, ein Selbstporträt von mir anzufertigen. Psst, ihr habt mich nicht gesehen. Oh, Banks ist auch dabei. Wie niedlich. Gehen wir mal hier rein. Ach, hier ist schon ein Schweinchen. Ich nenne die Kultur U-Bahn. Artia ist ein Zuhause für alle Arten von Künstlern. Ich selbst zeichne gern Spiele. Hier ist keiner. Nachher werde ich mir ein paar Pinsel holen. Es ist so belebend, neue Malutensilien zu kaufen. Herzlichen Glückwunsch, du hast die wunderbarste Entdeckung gemacht. Mich. Was ich da lese? Die Abenteuer des kühnen Knappen natürlich. Die angesagtesten Bücher im ganzen Land. Ich wünschte, ich könnte diesen kühnen Knappen eines Tages begegnen. Ich liebe diesen kleinen Teil der Stadt. Vielleicht male ich ihn eines Tages. Wow! Vincent van Gogh. Die Sonnenblumen sind schön. Wenn man die Natur wahrhaft liebt, wird man überall Schönes finden. Ich bin nicht hier. Ich male Wasser. Schönes blaues Wasser. Und Seerosenblätter, die mag ich auch recht gern. Ja, mit Punkten bedeckt sieht alles besser aus. Ich versuche Artia mit Punkten zu bedecken. Ich kann es wirklich empfehlen, in einem Kürbis zu wohnen. Wenn du Hunger bekommst, kannst du einfach am Mobiliar knabbern. Okay, die eine Seite haben wir jetzt. Wie geht's jetzt hier lang? Hier ist... keiner? Wo ist die? Aha, der kühne Knappe, welch eine Ehre. Tut mir leid, dass ich so verlegen bin, aber ich begegne nicht oft Prominenten. Mit dir kennen wir schon? Ich bin hingerissen vom Geheimnis dieser Pyramide. Seit 3 Tagen stehe ich jetzt hier und betrachte sie.
Okay. Dieser Saft ist köstlich. Gab es, gebe wahrscheinlich auch eine recht gute Malfarbe ab. Beere. Obst in der Schüssel zu Gesundheit und Glück. Ich bin nur eine Reproduktion des Originals. Oder ist es andersrum? Das spielt ohnehin keine Rolle. Und wieder einer ausgelassen. Warte, die haben wir gar nicht gesehen. Ein frühes Konzept von Spielen gegen dies sollte sich schließlich zur Stadt Aria entwickeln. Ah. Nein, Mensch. Die Saison werde ich kräftige Farben tragen. Ey, sieht man das Funkeln, grüne Funkeln unter diesem Hund? Anscheinend hat es sich genau an magischen Flecken niedergelassen. Na Hund, Hündchen. Warum rückst du nicht ein Stück zur Seite? Du sitzt auf etwas ziemlich Wichtigem. Ich bin kein Hund. Sieht nicht so aus, als würde er sich rühren. Wie kriegen wir ihn dazu, sich zu bewegen? Vielleicht, wenn wir seinen Besitzer finden, der könnte eine Idee haben. Oh ja, ich kenne seinen Besitzer. Herr Magri, ein kluger Kopf mit passendem Hut. Okay, den suchen wir denn. Ist auch nochmal ein Schweinchen. Du bist der berühmte Kühne Knappe, nicht wahr? Ich würde lieben gern 1000 Bilder von deinem Gesicht anfertigen. Okay, dann holen wir jetzt mal. Oh mein Gott, seht euch das an! Wo muss ich das hinschmeißen? Hier? Noch 5 Radiergunsis. Willkommen zurück, kleine Schweinchen. Noch 4. Toll, wie du zusammenarbeitet, wie ihr zusammenarbeitet. Also wir müssen auf jeden Fall noch in die Häuser. Irgendwo war hier noch ein Schwein. Gehen wir kurz nach oben. So sehen wir uns wieder. Ja, was hast du denn? So viel habe ich gar nicht. Ja, ein Rollbild. Oh, wer bist du denn? Ryula war einmal ein Kaninchen. Wisst ihr noch? Ich habe mal ein Let's Play zu Shikori gemacht. Da waren auch mal alles ein Kaninchen. Also, da ging es auch um Kunst und Malen. So, noch 2. Nee, 3. Das waren ja 6 Schweinchen. Das waren ja 6 Säue. Ich nehme mich mit. Seht das große Schweinchen auch? Noch 2! Auf dem Ockerhof ist wieder was los. Ja, die 2 weiß ich doch, wo sind. Einer ist hier hinten. Und 1 da drüben. Warte, Herr Magri war doch, warst du, oder? Oh, Herr Magri! Oh, bonjour, junge Dame, junge Viola. Es ist schön, dich wieder in der Stadt zu sehen. Du bist ein Stück gewachsen. Oder vielleicht ist die Welt ein Stück geschrumpft? Schwer zu sagen, was zutrifft. Was kann ich für dich tun? Es geht um Ihren Hund. Der sitzt auf etwas sehr Wichtigem. Haben Sie vielleicht einen Rat, wie wir ihn da wegkriegen? Ah, interessante Frage. Leider ist mein Kopf gerade völlig leer. Ich brauche etwas zum Anregen der Gedanken. Und ich brauche etwas zum Aussehen meiner Anregung. Ich brauche einen Apfel. Na gut. Wir besorgen Ihnen einen Apfel. Wer bekommt hier einen Apfel? Von einem fruchtigen Ort, schätze ich. Ja, hier von dem Dude, oder nicht? Nicht dem Dude. Dem Dude da oben. Nanu? Na, sieh mal, wen wir da haben. Oh, hallo Zwecki. Hallo Klammerer. Lange nicht gesehen. Platsch. Hehe. Hallo Herr Beere. Hallo Viola, was kann ich für dich tun? Komisch, dass sie fragen. Die Sache ist, wir suchen einen Apfel. So, so, dann seid ihr am richtigen Ort. Ich habe einen frischen grünen Apfel.
glänzt ganz schön, was? Das ist ein guter Apfel. Ja, mit Äpfeln kenne ich mich aus. Immerhin bin ich von Obst umgeben. Ihr könnt ihn haben, kostenlos. Super, vielen Dank, Herr Beere. Oh, hallo nochmal, Platsch. Hübscher Hut, Platsch. Versuchst du die ganze Magiesache immer noch? Na, immerhin hast du dich noch nicht selbst in einen Frosch verwandelt. Da bin ich nicht so sicher, sieh dir denn mal das Gesicht genauer an. Hey, was sollen denn diese fiesen Kommentare? Hehehe. Bis dann, Platsch. Voll uncool, was mit den beiden los ist. Ach, die waren immer so. Eine wahre Freude in der Schule. Und haben sie mir meinen Spitznamen verpasst. Wisst ihr, ihr wollt unbedingt gut in malerischer Magie werden, aber es gab ein paar Unfälle. Ich habe das ganze Klassenzimmer mit verschiedenen Farben überschwemmt. Die Leute konnten wochenlang nicht richtig hören. Farbe in den Ohren. Das brachte mir den Namen Platsch ein. Und sie sorgen dafür, dass es mich immer wieder einholt. Ach, wisst ihr, wir alle machen noch Fehler. Kein Grund, auf jemanden wegen seiner Katastrophen herumzuhacken. Missgeschicke. Danke, krass. Jedenfalls ist das lange her. Es macht mir nichts mehr aus. Nicht viel, nö. Komm, gehen wir zu Herrn Mogri. Das sind jetzt zwei miese Zicken. Hier bitte, Herr Mogri, ein frischer grüner Apfel. Jetzt dachte ich, ich will einen roten. Oh, mes vieux. Ich spüre die Ideen aufsteigen und ich kann die Frage beantworten, die ihr mir vorhin gestellt habt. Ja, die Lösung ist in meinen Kopf und greift. Um Rennen meinen Hund in Bewegung zu bringen, erinnert ihn daran, dass es Zeit für sein Nickerchen ist. Er wird zu mir kommen und neben mir schlafen. Oh, das ist alles? Na gut, wir probieren es damit. Vielen Dank, Herr Magri. Dirin. Ja, Ren, du nettes Hundchen. Dein Besitzer, Herr Magri, wollte, dass du mir dich an etwas erinnern. Zeit für dein Nickerchen. Stimmt, ja. Ich werde am Seeufer schlafen. Wenn der Traum eine Übersetzung des Wachens ist, dann ist es auch das wache Leben eine Übersetzung des Traums. Au revoir. Puh, und da haben wir es, Leute. Ein glänzendes, funkelndes Portal. Der Hund ist aber noch da. Sieht aber echt schon schön aus, ne? Ja, sorry, aber das ist echt... Ah! Ich wollte jetzt aber erst das mit den Schweinchen fertig machen. Hier ist noch ein Schweinchen. Oh mein Gott, wie süß! Weil wir machen eine Aufgabe nach der anderen. Noch ein Radiergrund, sie fast sind alle wieder da. Ja. Ich komme jetzt hier gerade nicht raus hier. Die Schweine sind gerade ein bisschen sauer auf mich. Der war doch hier, ne? Okay. Aha! Danke fürs Zurückbringen, mein lieber Radiergrunzis. Aber eins fehlt noch. Knirps ist echt groß gerade. Ich glaube nicht, dass ihr ihn hochheben könnt. Na gut. Schauen wir uns erstmal um. Wir wissen ja jetzt, wir können auch die Sachen hier kaputt machen. Hoppala. Oh, ich hätte wahrscheinlich schon so viel mehr haben können an Glühbirnen. Ich will nur gucken, ob hier hinten noch was ist. Wo ist auch? Ich will nur gucken, ob hier irgendwas ist. Kann ich da so drunter durch?
Also den einen konnte ich anhauen, aber den anderen die nicht, oder wie? Also da ist ja im Prinzip, hier geht's lang. So. Sieht hier so aus wie so ein kleines Geheimversteck. Und du leuchtest so komisch. Da komme ich aber nicht hoch. Die haben einfach gar keine Chance mehr mit meinem... mit dem Schwert, was ich hier habe, ey. Hätte sein können, dass da irgendwas dahinter ist. Na komm. Ich weiß nicht, wo ich lang gehe. Ich folge auf jeden Fall nicht dem richtigen Weg. So viel ist schon mal sicher. Guys of my dreams. Ah, okay. Wieder eins vergessen. All die wurden von Umgebung wurden von Dave Hawking gezeichnet. Finde ich aber schon niedlich. So, dann kann ich jetzt hier runter. Schade, dass wir nicht alles gefunden haben bis jetzt. Hast du mir was zu sagen? Hey, mein Freund! Du findest den Gegenstand, den du benötigst, auf dem Dachboden des Hauses dort oben. Schicke Hüte mit Aussicht im Premiumlager auf dem Fenster sind. Die Grundsteuer muss astronomisch hoch sein. Bestimmt. So, hier müssen wir lang. Mhm. Ich habe einen Heimweg entdeckt. Also mir ist immer nicht klar, welche Bäume ich jetzt anhauen kann und welche nicht. Bin ich ganz ehrlich. Ja gut, dann hätten wir hier auch nochmal runtergekommen. Aber ich habe ja schon vorher. Komm ich denn hier wieder raus? Na gut. Schöne Aussicht, schöner Garten. Nee, da geht's nicht weiter. Jetzt kommen wir. Wie glitzert so? Da ist ein Schlüssel. Brauche ich den, weil ich sonst... Ach ja, gut, sonst komme ich ja nicht durch die Tür hier. Mondbad? Lass mich... Oder Minibad? Lass mich bitte erst machen. Ich will das erst ausprobieren. Bevor ich deinen Rat folge. Mir ist klar, ich brauche den Schlüssel.
Und ich muss da halt irgendwie hin, ne? Und das ist wahrscheinlich hier auf dem Weg. Ich mache euch alle fertig. Ihr habt keine Chance gegen mich hier. So, den kann ich hier raus. Und die Glühbirnen zeigen mir wahrscheinlich so ein bisschen den Weg an, wo ich hin muss. Tada! Da wir ja den Story-Modus spielen, ist der Story-Modus wahrscheinlich wesentlich einfacher als der Abenteuer-Modus. Ihr könnt mir eure Erfahrungen mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Aber ich denke mal, der Abenteuer-Modus wird schon ein bisschen knackiger sein. Oh, der geht auch richtig auf. Oh mein Gott, wie hübsch. Also hier kann ich die Möbel anhauen. Probieren wir es aus. Also wie gesagt, ich würde halt ganz gern versuchen, erstmal alles immer selber zu lösen, bevor ich hier... Da ist ein Schlüssel rausgekommen. Bevor ich jetzt hier immer ein Minibad frage. Aber wie gut diese Idee einfach ist. Ich finde die mega schön. Wo komme ich hier raus? Aha, nehme ich. Da kam einer aus der Waschmaschine. Eigentlich ja schon ein bisschen gemein, ne? Ich boxe jetzt. Ja. Während die da eigentlich auf der Couch sitzen und chillen. Der Part wird jetzt ein bisschen länger, weil ich will das Haus schon komplett jetzt mit euch zusammen machen. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht ewig und 3 Tage. Die Glühbirne hat geleuchtet. Also die Lampe hat geleuchtet, das habe ich gesehen. Warte, die Lampen haben auch mal geleuchtet. Ruf da, rein da! Na, guck mal, jetzt bin ich doch hier auf dem Dachboden. Jod hat die Kipphandschuhe gefunden. Diese geheimnisvollen Gegenstände verleihen ihm die Macht, die Welt selbst zu bewegen. Benutze sie zum Beeinflussen des Buches. Ein weiterer magischer Gegenstand von Mondbart. Die Kipphandschuhe werden dir sicher sehr gute Dienste leisten und sehr viel Spaß machen, wenn du gerne kippelst. Kehre in dein Buch zurück und probiere sie mal aus. Ich beschwöre ein Portal darauf, das dir den Weg erleichtern wird. Bitte. Bitte darum. Es wurde abgespeichert. Ach nee, ich muss ja da lang. Wo komme ich jetzt? Wie schön ist das denn bitte? Werde ich jetzt eigentlich...
Speichervorgang. Der Jod. Zeit zum Erproben deiner aufwendigen Handschuhe. Geh an das Buch heran und drücke LT. Du solltest die Dinge in einem ganz neuen Winkel ausrichten können. Mondbad Ende. Ich soll das kippeln. Probieren wir die Kipphandschuhe doch mal aus. Du solltest das Buch mit LTRT kippen können. Sieh mal einer an. Knirps ist wieder da, wo er hingehört. Begib dich zurück ins Buch und sprich mit den anderen. Warte, es wird jetzt nicht gespeichert. Mist, ich brauche eine Abspeicherung. Jo, Alter, das Knirps-Problem hat sich erledigt, während du weg warst. Wir haben gesehen, wie er zurück in sein Schlammbad gerollt ist. Tut mir leid, dass du da vergebens da draußen herumgezogen bist. Juhu, all meine Schweinchen sind wohlbehalten zurück, Viola. Violas ungewöhnlich aussehende Freunde. Herzlichen Dank. Gern geschehen, Onkel. Bitte nehmt das hier als Zeichen meiner Anerkennung. Ah, hier. Die zwei ärgern mich. Im Gegner, Entwürfe von silhouettenhaften Gegnern werden ausprobiert. Jetzt kann ich wieder Löschstaub von meinem süßen Radiergrundsicht gewinnen. Aber Leute, gut, dass ihr die Schweinchen zurückgebracht habt. Ich bin soeben am Schlosstor eingetroffen. Kommt vorbei. Es wurde gespeichert und wie es weitergeht, das sehen wir im nächsten Part. Es tut mir leid, dass der Part jetzt ein bisschen länger geworden ist. Aber ich wollte das jetzt im Haus nicht unterbrechen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.